Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. Und die indigo-blaue Scheibe, also das DLC. Ja, beim letzten Mal haben wir in das Spiel schon so ein bisschen reingeschaut, beziehungsweise in das DLC. Ich werde immer noch von einer U-Mod-Brigade belagert. Mittlerweile sind sogar zwei Blutzugs dazugekommen. Bei mir ist es jetzt ein paar Tage später. Pokémons habe ich noch keine gefangen, weil ich Angst hatte, eventuell eine Sequenz zu triggern, wenn ich hier runtergehe. Aber ich habe trotzdem ein paar Einträge für euch, weil Kai mit mir ein paar Pokémons tauschen wollte, damit sie sich bei ihm entwickeln. Und dadurch habe ich ein paar Einträge bekommen. Also, diese Einträge kann ich euch geben, damit wir zumindest was für den Start haben. Und falls ihr diese Einträge überspringen wollt, ist natürlich über mir wie immer ein Zeitschnippel für so etwas. Und ich würde sagen, wir legen dann jetzt direkt mit den Einträgen los. Fangen wir doch zuerst mit einem richtig coolen Pokémon an. Porygon, das virtuelle Pokémon. Dieses künstliche Pokémon wurde mit Hilfe neuester Technologien erschaffen. Es kann durch den Cyberspace reisen. Und hier die Entwicklung Porygon 2, auch virtuelle Pokémon. Diese verbesserte Version von Porygon wurde für die Erschließung anderer Planeten gebaut. Jedoch kann sie noch nicht einmal fliegen. Naja, zumindest schwebt es ein bisschen. Und die letzte Entwicklung, Porygon Z, das virtuelle Pokémon. Es wurde umprogrammiert, um auch in anderen Dimensionen einsatzfähig zu sein. Dies verlief jedoch nicht so wie geplant. Und dann hier Georock, wo einfach nur eine andere Form einen Eintrag bekommen hat, aber warum nicht, Felino hat sie ja auch gekriegt. Georock, das Gesteins-Pokémon, die Alola-Form. Durch seine bevorzugte Gesteinsnahrung ist sein Körper von Elektrizität erfüllt. Außerdem ist es sehr streitlustig. Und Geowatz, das Urgesteins-Pokémon, auch die Alola-Form. Es feuert elektrisch geladene Felsen ab. Selbst wenn es nicht direkt trifft, genügt eine Schramme, um Gegner zu lähmen und bewusstlos zu machen. So, und die anderen beiden auf meinen Schultern, die übernehmen jetzt auch ein paar Einträge. Und ich sag einfach mal, Noir fängt an. Viel Spaß, Noah. Danke, Kai. Ich dachte, ich hätte heute frei. Das ist Seemon, das Drachen-Pokémon. Aus seinen Flossenspitzen tritt Gift aus. Seine Flossen und Knochen stehen als Inhaltsstoffe für traditionelle Medizin hoch im Kurs. Und hier direkt die Entwicklung Seedraking, das Drachen-Pokémon. Dieses Pokémon soll Kraft sammeln, indem es in Meerestiefen schläft, in die kein anderes Lebewesen vordringen kann. Dann als nächstes Electek, das Elektro-Pokémon. Es wird danach geforscht, die Energie von Blitzen in Electek zu speichern, um sie so jederzeit verfügbar zu machen. Und direkt die Entwicklung von Electek, Elevoltik, das Donnerkeil-Pokémon. Es berührt Gegner mit seinen Schweifspitzen, um dann augenblicklich Starkstrom mit einer Spannung von über 20.000 Volt zu entladen. Och Mann, ich dachte, ich hätte heute frei. Das ist Magma, das Brenner-Pokémon. Auf der Oberfläche seines Körpers entstehen nur seine Flammen, die an die der Sonne erinnern. Und hier auch direkt die Entwicklung von Magma. Magbrand, das Detonations-Pokémon. Es lebt in Vulkankratern. Angeblich gibt es pro Vulkan immer nur ein Magbrandpaar. Dann als nächstes Ezos, das Bucher-Pokémon. Da es nach seiner Entwicklung auch recht auf seinen Hinterbeinen gehen kann, besteigt sich sein Lebensraum nun auch über raue Berge. So, und zu guter Letzt Rihornior, das Bucher-Pokémon. Sein Gehör mag zwar noch kleiner sein als das von Rizeros, aber dafür investiert es umso mehr Energie in den Kampf. Deshalb ist es sehr stark. So, Shining, übernehmen wieder. So, da hattet ihr schon mal ein paar Intrige hier aus dem neuen Blaubeer-Pokédex. Wir werden natürlich versuchen, den noch eigenständig zu füllen. Was die Karmesin-Einträge angeht, also die Pokémons, die man nur über Karmesin kriegt, ist Kai schon für mich dran, mir da die Pokémons zu besorgen, dass ich die da bekomme über Eier. Im Pokédex hier selber können wir uns noch nichts abholen. Da fehlen noch 11 Einträge. Er hat mich übrigens auch informiert, dass ich weiß schon, dass es die Starter-Pokémons hauptsächlich sind, die in den Pokédex reinkommen. Dass man die irgendwie nebenbei freischalten muss. Und dass das sehr schrecklich sein kann. Darf ich vorbei, meine werten Kollegen? Da unten habe ich auf jeden Fall jemanden schon gesehen, der mich interessiert. Hallöchen, Madame. So sehen wir uns wieder.
Hallo Gemma. Och, kein Ding. Okay. Da schläft wer. Okay. Du hast es eben drauf. Okay, bin schon gespannt. Du willst viele Pokémon von mir, okay. Da habe ich ja was vor mir mit den 200 Pokédex-Einträgen. Ich werde die wahrscheinlich sowieso nicht innerhalb des gesamten LPs zu dem DSC alle finden, aber ich werde versuchen, so viele wie möglich. Das wird dann eventuell noch über so Spezialfolgen wie zum Beispiel die Versus-Folgen und so weiter dann noch fortgeführt mit dem Pokédex bzw. den Einträgen. Ja, ich will das Ding mal nutzen. Ich habe übrigens Ogapon mal mit ins Team geholt. Für den Fall, dass wir Hanna und Jo begegnen. Vielleicht reagieren sie ja auf Ogapon. So, ich würde gerne ein Pokémon hier fangen, wenn ich darf. Nicht dich. Aber mich interessiert trotzdem, wie stark du bist. Ah, nur Level 59, das geht ja noch. Ich habe eigentlich eher an das Uwei da hinten gedacht. Uwei gab es in den vorherigen Regionen nicht. Probier ich es direkt mit dem Flottball. Und hat geklappt. Uwei, das Ei-Pokémon. Die Köpfe nutzen untereinander Telepathie, die nur sie wahrnehmen können, um stets eine Gruppe von 6 Exemplaren zu bilden. Ab in die Box mit dir. Oh, sogar einer der ersten Einträge. Ach, Rihorn, dich kann ich auch direkt fangen. Dann habe ich den Rihorn-Eintrag fertig. Also die Rihorn-Truppe. Wie gut die Flottbälle mittlerweile funktionieren. Ich werf sie und hab sie. Rihorn, das Stachler-Pokémon. Wenn es losstimmt, können selbst Felsbrocken es nicht mehr stoppen. Und in dieser Veranlagung vergrößerte sich sein Lebensraum immer weiter. Da will es einer wissen. So, jetzt bitte nicht instant nochmal. Karte, wo muss ich denn überhaupt hin? Habe ich da irgendein spezielles Ziel? Küstenregion habe ich mir gemerkt. In welcher Region bin ich? Das ist der Savannenplatz. Das ist die Küstenregion. Da muss ich hin. Ich gucke natürlich, dass ich Pokémon, die ich nicht habe, definitiv fange, ne? Sobald ich sie sehe. Weil alles, was ich jetzt fange, muss ich später nicht mehr fangen. Und damit haben wir ein weiteres Pokémon. Sogar das erste in diesem Pokédex. Dodo, das Duo-Vogel-Pokémon. Deine beiden Köpfe schlafen nie gleichzeitig, sondern wechseln sich ungefähr jede Stunde mit der Wache ab. Oh, ganz schlau.
mal, wir können uns direkt die Entwicklung auch fangen. Dodri, das Trivogel-Pokémon, der stärkste Kopf mit dem dicksten Hals, übernimmt als Anführer die Kontrolle über den Körper. Und wie wird das gemessen unter den dreien? Woher wissen Sie das? Ich meine, Sie können doch Ihren eigenen Hals nicht sehen, die streiten sich doch dann durchgehend. Ein Tauchos aus dieser Gegend. Du hast doch bestimmt auch deinen eigenen Eintrag. Ha. Ja, es hat definitiv einen eigenen Eintrag. Und neben mir fliegen die Brava lang. Oh, ich muss mal kämpfen. Aua. Machst du nur Risikodeckel? Ich hoffe nicht. Da steht ein Tauros in mir. Ich habe Ogerpon übrigens keine Maske ausgerüstet. Weil ich wollte, dass er mit der Originalmaske rumrennt. Er trägt stattdessen Schars und das macht das ab und zu, wenn Ogerpon trifft, dass die zurückschrecken können. So, jetzt habe ich das Tauros aber und das Vibrava wird gleich auch gefangen. Da kriege ich eins meiner Lieblings-Pokémon. Tauros, das Wildbullen-Pokémon. Sie kämpft mit ihren Hörnern. Starke Tauros, welche die Herde beschützen, sind stolz auf ihre mit vielen Kampfspuren versehenen Hörner. Der Pokédex fühlt sich schnell. Es sind zwei Pokémon, die ich direkt fangen kann. Boah, der Anfang besteht ja wirklich nur aus, ich fange Pokémon. Tut mir leid, Leute. Ich mache noch mit der Story noch weiter. Keine Sorge. Und wenn der Part dadurch ein bisschen länger wird. Aber diese beiden Entwicklungsstufen, die fange ich jetzt definitiv noch. Vibrava, das Vibrations-Pokémon. Durch gewaltiges Schlagen seiner Flügel entstehen Ultraschallwellen. Unmächtig gewordene Beute löst es mit Silzsäure auf. Und das Knackleon, da will ich auch direkt haben. Der Pokédex erfüllt sich. Dich wollte ich nicht. So, dich wollte ich haben. Und dann ziehe ich los in die Gegend. Das Knackleon hat ein höheres Level als mein Vibrava, das ich gefangen habe, oder? Dieses Tauros will es unbedingt wissen. Knackleon, das Ameisenlöwen-Pokémon. Es gräbt in Sand und zermalmt dabei mit seinen großen Kiefer störende Felsen. Sein Bau hat die Form eines Trichters. Nein, lass mich mal. Coaching. Okay, die Attacke kannte ich nicht. Hier hätte ich auch die Chance, Minun oder Plusle zu kriegen. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich nach der Folge ein bisschen offscreen erstmal ein paar Pokémons fangen. Ich
fahre jetzt auch mal straight up in die Richtung, wo wir hin wollen eigentlich. Es wird auch demnächst noch eine Terror Raid Folge geben zusammen mit dem Kai. Da dürft ihr euch noch freuen, weil es gab ein Event mit speziellen Pokémons. Einmal klettern. Am besten nicht in das Pokémon reinspringen. So, und da erwartet uns unser Schicksal. Hallo. Flüster. Okay. Der Job wurde mir schon abgenommen. Außer ich muss das Pokémon darlegen. Ich werde es versuchen. Komm, fangen wir den Pokémon in seiner Alola-Form. Ein Aufruf von Hokumil. Wenn ich hier in den Bergen suche, sollte ich doch fündig werden. Kamaups. Ist das ein Heiluk? Nee. Ein Araqua. Flott bei Go! Da hinter mir ist auch direkt die Entwicklung. Aqua, das Wasserblasen-Pokémon. Aqua schützt die Wasserblase, die seinen Kopf umhüllt, mit keinen seiner Beine. Manchmal wechselt es diese heimlich. Ja, die Entwicklung können wir dann auch direkt fangen, ne? Auch wenn ich gerade eigentlich Alola Kleinstein suche. Da ist Aranestro. Aranestro, das Wasserblasen-Pokémon. Es schießt klebrige Wasserblasen, um Feinde darin einzuschließen. Während diese bewusstlos, zerlegt es sie mit seinem großen Mundwerkzeug. Auf gut Deutsch, es verspeist sie. Da haben wir schon ein paar Einträge noch heute geholt, ne? Aber eigentlich suche ich ja Alola vom Kleinstein. Du schwimmst ganz komisch. Hier war Donner, Kamaup. Und Zipper.
Leute, wir brauchen 200 Einträge. Bevor sich irgendwer beschwert. Kann auch sein, dass ich das Pokémon, was ich suche, offscreen fangen werde. Zieper, das Drachen-Pokémon. Es hält mit Hilfe seines Schwanzes, der wie eine Spule aufgewickelt ist, das Gleichgewicht. Manchmal spuckt es Tinte aus seinem Mund. Ach, die Folge damals mit Zieper, die war wunderschön. Am liebsten würde ich das Kleinschein heute noch finden, aber wenn ich nicht fündig werde, da haben wir eine Alola-Form. Alola Kokowai. Das normale Kokowai, das ist eher so eine dicke Palme. Okay. Trugschlag. Ich will dich ja nicht umbringen. Ich will dich fangen. Mach du ruhig weiter, Egelsamen. So, ich habe jetzt extra auf Ogapon gewechselt mit den Trugschlägen, damit Egelsamen nicht mehr funktioniert. Sonst dauert das hier ewig. Ach komm. Ich habe mehr als genügend Tipperbälle. Ah, endlich habe ich's. Kokowai, das Palmfrucht-Pokémon. Die Alola-Form. Der Wachstumsschub macht seine Psychokräfte überflüssig. Stattdessen wurden die in ihm schlummernden Drachenkräfte geweckt. Ja, ansonsten wäre es halt Pflanze Psycho, ne? Habt ihr auch die Originalversion gerade gesehen. Ja, jetzt können wir ja wieder zurück. So, ich habe das Pokémon. Okay, ihr wollt das Pokémon sowieso sehen. Ich habe mich ins Zeug gelegt. Hat Spaß gemacht. Okay. Wir können ja eine Mission noch machen, ne? Okay. Da werden wir uns bestimmt dran halten.
Hallo, Hanna. Jo. Okay. Da werde ich beim nächsten Mal hingehen. Aber ich würde mir jetzt gerne noch diese Mission sehen. Besiege 10 Pokémon per Autokampf, fange ein Pokémon. Fotografiere ein schwimmendes, wildes Pokémon. Wir haben da ein schönes Motiv. Zur Verfügung. Wir haben Tentaras, Tentoxas. Ich nehme mal das Lumineon. Zählt es aus der Reichweite? Nein. Dann nehme ich Libiskus. Das hat gezählt. Ah, und das aktualisiert sich dann wirklich direkt. Okay, schön zu wissen. Ich werde jetzt auf jeden Fall bis zum nächsten Mal erstmal hier ein paar Einträge holen. Ich werde natürlich gucken, dass ich den Platz hier meide, damit ich storyartig nichts trigger. Aber dass ich halt ein paar Einträge habe bis zum nächsten Mal. Weil, wie gesagt, es sind 200 Einträge. Wovon ich jetzt, glaube ich, in einem Part 24 gerade erledigt hatte. Beim letzten Mal waren es noch so 66. Also ich habe gerade schon gut was an Einträgen geholt. Ich meine ja nur, wir haben um die 200 Einträge safe vor uns. Wovon viele die Starter-Pokémon sind. Es wird ein gigantischer Spaß. Ja gut, ne? Ich werde jetzt gucken, dass ich offscreen noch das ein oder andere Pokémon fange. Bevor ich dann die Einträge über die nächsten Folgen dann verteilen kann. 110 Einträge fehlen mir, glaube ich, dann jetzt noch. So ungefähr. Habe jetzt nicht hundertprozentig drauf geachtet. Ich sage an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.